Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Ara, Dibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus. Sofort. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht umbringen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was wollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden.
Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zalumta Nord, ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Es ist in den Wolken! Den Göttern, ein Drache! Wie ist das möglich? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los! Jetzt! Hoch durch den Turm! Los! Wir müssen nur einige... Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Wir folgen. Arming, ihr müsst hierher kommen. Los! Tapfer, Junge, das macht ihr sehr gut. Thorolf! Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Atwa. Mit mir, Gefangener. Gehen wir! Das seien wir die Einzelnen.
einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich glaube, ich etwas gegen. Diese Verbrennungen finde. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Diese Rüstung an und schwingt das Schwert ein wenig. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das Ding ist immer noch da draußen. Ein paar Zauber. Erfinden könnt, die könnten wir gut gebrauchen. Und fertig, hier entlang. Die Folterkammer. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kammer unterhalten habe. Wisst ihr denn mal, was vor sich geht? Ein Drache greift Hagen an. Ein Drache? Bitte, kommt nicht mit solch einem Unsinn. Obwohl... Wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort drüben seltsame Geräusche gehört. Kommt mit uns, wir müssen hier raus. Ihr habt mir nichts zu sagen.
Bürschchen. Habt ihr mich nicht gehört? Ich sagte, die Festung wird angegriffen. Vergesst den alten Mann. Ich begleite euch. Gern. Nehmt all meine Sachen, bitte. Schnappt euch, was ihr könnt, und dann nichts wie raus hier. Dort entlang gibt es keinen Ausgang, versteht ihr? Beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Was war das? Ihr werdet nie herkommen. Ja! Wartet! Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Am nächsten liegt Fluss... Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft.